Und schön, dass du dabei bist. In diesem Video erstellen wir eine weitere Titelanimation in After Effects. Dazu erstellen wir uns wie immer eine neue Komposition in unserem Projektfenster. Ich habe hier die Standardeinstellungen mit einer Dauer von 5 Sekunden. Nehmen wir das Ganze noch um. Als erstes wählen wir uns in der oberen Leiste das Zeichenstiftwerkzeug aus. Ich setze hier die Fläche auf ohne und die Kontur auf 30 Pixel. Wir können hier eine beliebige Konturfarbe wählen und zeichnen danach einen geraden Strich. Klicke einmal auf die Ebene, halte die Shift-Taste gedrückt und klicke noch ein zweites Mal auf die Ebene. Dann haben wir hier eine gerade Linie erzeugt. Diese richtig unter Ausrichten noch in die Mitte. Danach möchten wir diese einmal animieren. Ich öffne meine Formebene 1, gehe auf Hinzufügen und Pfade trimmen. Dann öffnet sich hier der Reiter Pfade trimmen, den noch einmal öffnen. Ich bin hier am Anfang meiner Zeitleiste, setze einen Keyframe für den Anfang und das Ende. Ich setze beide Werte auf 50. Gehe dann auf eine Sekunde und setze den Anfang einmal auf 0% und das Ende auf 100%. Jetzt fährt der Strich hier einmal so auf. Das wollen wir hier noch ein bisschen glatter laufen lassen. Dazu markiere ich einmal meine Keyframes, drücke die Taste F9 für Easy Ease, gehe noch in den Diagramm-Editor und passe die Kurve etwas an. Danach schließen wir hier den Reiter wieder für die Formebene 1, wählen sie einmal aus und duplizieren sie mit der STRG und D-Taste. Diese Ebene verschiebe ich jetzt in meiner Zeitleiste um 10 Frames, also ich lasse sie da beginnen. Und die Formebene 1, unsere erste Linie, setze ich jetzt auf umgekehrte Alpha-Maske. Was wir damit jetzt gemacht haben, wir haben den mittleren Teil der Linie herausgeschnitten. Dann wähle ich die Formebene 2 aus, dupliziere diese, lasse die diesmal bei 20 Frames starten und stelle sie wieder auf sichtbar. Hier bei diesem Auge einmal anklicken. Und jetzt können wir diese Formebene wieder sehen. Die Kontur stelle ich diesmal auf 120 Pixel. Das wird jetzt unser Rechteck, in dem wir einen Text setzen. Diese Formebene 3 dupliziere ich noch einmal und verändere jetzt etwas die Position. Einmal P drücken für Position und versetzen. Um das Ganze deutlicher zu machen, suchen wir uns einen Effekt. Unter Effekte und Vorgaben geben wir einmal Schlagschatten ein. Diesen ziehe ich auf die Formebene 4. Und jetzt können wir hier schon einen Schatten erkennen. In den Effekteinstellungen können wir diesen noch anpassen. Die Deckkraft setze ich auf 65%. Die Richtung stelle ich auf 240 grob. Die Entfernung auf den Wert 25. Und die Glättung auf den Wert 85. Danach können wir uns auch schon um unseren Text kümmern. Dafür habe ich keine Ebene ausgewählt, wähle danach das Textwerkzeug einmal aus, klicke einmal auf die Ebene, ich nutze hier Monsterate in Extra Bold und schreibe jetzt meinen Haupttext. Die Schriftgröße erhöhe ich hier noch etwas und unter Ausrichten setze ich den Text wieder in die Mitte. Wir wollen jetzt diesen Text hier einmal animieren mit zwei Masken, dafür wähle ich keine Ebene aus. Klicke auf das Rechteckwerkzeug-Tool, setze die Fläche hier auf Volltonfarbe, die Farbe spielt hier keine Rolle und die Kontur auf ohne. Jetzt möchte ich hier den oberen Teil des Textes einmal abdecken. Dafür ziehe ich hierfür ein Rechteck auf. Um den oberen Teil jetzt abzudecken, ohne diesem Rechteck, muss ich den Text auf umgekehrte Alpha-Maske setzen. Dann haben wir jetzt hier den oberen Teil abgedeckt. Diese beiden Ebenen, also der Text und das Rechteck, wähle ich einmal aus und dupliziere dies mit der STRG und D-Taste, weil ich dasselbe jetzt auch für den unteren Teil des Textes machen möchte. Setze aber diesmal die Maske auf Alpha-Maske. Jetzt ist der komplette Text wieder sichtbar. Bei dem Text möchte ich jetzt noch die Position verändern, dass wir das Ganze hier mit der Maske animieren können. Ich wähle also beide Texte aus, drücke die Taste P für Position, gehe auf 2 Sekunden in meiner Zeitleiste,
setze für die Position einen Keyframe, dann gehe ich auf 20 Frames, wähle einmal den oberen Teil des Textes aus und verschiebe ihn nach unten. Danach wähle ich einmal den unteren Teil des Textes aus und verschiebe ihn nach oben. Mit der Maske haben wir eben den Text hier versteckt und mit der Position können wir das Ganze wieder erscheinen lassen. Danach wähle ich meine Keyframes aus, drücke wieder die Taste F9 für Easy Ease, gehe noch in den Diagramm-Editor und passe auch hier wieder die Kurve an. Danach erstelle ich meinen Nebentext. Dafür wähle ich mir wieder mein Textwerkzeug aus, klicke einmal überhalb des Haupttextes und schreibe wieder einen neuen Text. Bei diesem Nebentext verringere ich jetzt die Schriftgröße und passe hier noch die Position an. Diesen Nebentext möchte ich jetzt auch animieren. Dazu öffne ich ihn einmal, gehe auf Animieren und wähle die Laufweite. Hier öffnet sich dann der Animator 1. Ich möchte hier den Laufweitenbetrag animieren. Dafür gehe ich einmal auf 2 Sekunden, setze einen Keyframe für den Laufweitenbetrag, gehe dann auf 10 Frames in meiner Zeitleiste und setze den Wert auf 35. Wähle dann wieder die Keyframes aus, drücke F9 für Easy Ease und gehe auch hier wieder in den Diagramm-Editor und passe die Kurve etwas an. Für diesen Nebentext erstelle ich mir auch wieder ein Rechteck, das als Maske dienen soll. Dafür wähle ich einmal das Rechteckwerkzeug aus, habe hier wieder die Fläche angeschalten und ziehe jetzt hier ein Rechteck um diesen Nebentext. Bevor ich hier die Alpha-Maske aktiviere, wähle ich einmal den Nebentext und die dazugehörige Formebene aus, dupliziere das Ganze einmal mit der STRG und D-Taste, setze jetzt den neuen Text unter die neue Formebene, drücke die Taste P für die Position und positioniere jetzt beides nach unten. Um den Text jetzt sehen zu können, setze ich beide Texte auf Alpha-Maske. Wir können hier natürlich noch den unteren Text verändern, einfach einen neuen Text schreiben. Dann animieren wir wieder die Position der beiden Texte, einmal beide auswählen, die Taste P für die Position drücken, auf 2 Sekunden der Zeitleiste gehen, ein Keyframe erstellen für die Position, dann auf 10 Frames in der Zeitleiste gehen, einmal nur den oberen Text auswählen und diesen nach unten verschieben. Durch die Formebene können wir ihn eben nur in diesem Rechteck erkennen. Das gleiche mache ich jetzt für das untere Wort. Diesmal setze ich den Text aber nach oben. Und jetzt fliegen hier die Texte einmal rein. Dann markiere ich wieder meine Keyframes, drücke die Taste F9 für Easy Ease und gehe auch hier wieder in den Diagramm-Editor und passe die Kurve an. Und fertig sind wir mit dieser Title-Animation.